Tag Leute, hier ist SpookyVF und heute labern wir über Facebook-Groups, YouTube und Co.KGE und wie sich das alles im Laufe der Zeit ein bisschen gewandelt hat. Ich wollte eigentlich pennen gehen nach der Spätschicht, aber mir liegt das ein bisschen auf der Seele, weil ich das immer wieder in den Gruppen gerade von Facebook sehe und wie das so mittlerweile gang und gäbe ist im YouTube-Business. Und zwar, erstes Thema, Beschreibung zu euren Videos. Ja, viele halten das ja nicht für notwendig oder denken, der Titel und Link wäre genug und posten das dann in 80 Gruppen. Leute, es wundert mich nicht mehr, dass wir Let's Player verschrien sind und dass wir die Leute nerven, denn das ist wirklich, ihr müsst euch vorstellen, das macht nicht ihr so, das machen hunderte, tausende Leute so. Die ballern ihren Link mit einem Titel rein und posten das in 80 bis 100 Gruppen, vielleicht auch noch mehr, was weiß ich. Und ja, alle Gruppenmitglieder, die irgendwie interessiert sind an Videos oder überhaupt an Gaming interessiert sind, fühlen sich dadurch gestört. Das wirft natürlich ein ganz schlechtes Bild auf jeden Let's Player letzten Endes. Denn wenn man die Zeit hatte, auf Facebook die Werbung zu machen für sein Video in 80 bis 100 plus Gruppen, dann sollte man auch die Zeit haben, eine kleine Beschreibung von 1 bis 2 Sätzen zu machen, die aussagt, um was es in dem Video geht. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Buch. Wenn ich in einen Laden gehe, bin damit groß geworden damals, ne? Bücher, ich konnte noch lesen, habe das gelernt irgendwann in der Grundschule, kann es auch immer noch so ein bisschen, trotz ganzer digitaler Scheiße, kann ich auch noch lesen, geht noch gerade so, ohne Brille. Deswegen der Adler als Emblem, ein kleiner Spaß beiseite. Also ich hole das Buch. Das Buch hat einen Titel, wie euer Video. Ja, oben, ganz groß, vorne, drauf meistens. Titel sagt irgendwas aus, um was es in dem Buch geht, ist in irgendeine Thematik. Aber das lässt viel Freiraum für Interpretationsmöglichkeit. Wenn ich genaueres wissen will, drehe ich das Buch einmal rum, so, wisst ihr, so 180 Grad, ne? Einmal auf die Rückseite, so umdrehen, ne? Ja, dann steht da hinten so eine kleine Inhaltsangabe. Das ist nicht der Titel. Darin wird beschrieben, um was es in dem Buch geht. Sagen wir mal 3, 4 Sätze, 5, 6, je nachdem wie groß das Buch ist. 1000 Seiten lassen sich schlecht in 2 Sätze beschreiben, oftmals. Geschickte Leute können das schon, können das ganz nett umschreiben. Und genau das ist der Punkt. Wann entscheide ich, wann ich das Buch kaufe? Weil es einen geilen Titel hat oder weil mich interessiert, um was es geht? Genau. Also, seid mal ehrlich zu euch selbst. Ihr kauft das Buch, weil ihr wissen wollt, um was es geht. Weil euch die Thematik interessiert, was ihr nicht am Titel lesen könnt. Wir gehen mal weiter in das digitale Zeitalter beim Job. Ihr geht DVD kaufen. Habt einen geilen Film. Och, geiler Titel. Blutmassaker im Schnitzelregal. Keine Ahnung. Denkt da, boah, geil, muss ich kaufen oder was? Oder guckt da auf die Rückseite und guckt, um was es geht. Weil ich meine, der Titel kann viel versprechen. Kann sogar gelogen sein. Gerade bei YouTube-Videos ist das oftmals der Fall, dass Titel auch extra bewusst täuscht, dass er das Video anklickt. Nennt man Clickbait. Kann auch mit einem Thumbnail basieren. Wenn er das jetzt bei der DVD macht, ihr denkt, ihr habt einen super geilen Film wegen dem Titel. Gebt 20 Euro aus, weil ihr dem Ding vertraut habt, einen Low-Budget-Drecksfilm, habt 20 Euro in die Tonne gekloppt. Kann euch natürlich auch passieren, wenn ihr die Beschreibung liest, dass der Film trotzdem schlechter ist, als ihr denkt, aber die Wahrscheinlichkeit wird geringer. Weil ihr ja wisst, um was es eigentlich geht. Mehr oder weniger. Ja. Also, macht Beschreibung schreiben einen Sinn. Jetzt gehen wir nochmal auf YouTube zurück. Klar, ihr gebt hier keine 20 Euro aus für ein Video zu gucken, ihr guckt es einfach. Aber ehrlich gesagt, 20 Minuten meines Lebens sind mal zum Teil auch wichtiger als 20 Euro. Also dann gebe ich lieber 20 Euro für die Cuts aus, als 20 Minuten zu verschwenden mit einem Video, das kacke ist. Klar, auch mit Beschreibung kann das sein. Beschreibung kann natürlich, bei gewieften Leuten kann die Beschreibung besser sein als das Video an sich, wenn sie nicht so gut Let's Playen können, wie sie beschreiben können. Ist so, kann sein, ja. Aber trotzdem macht es eben was her.
Und ich mache seit 6 Jahren YouTube. Ich benutze eigentlich immer eine Beschreibung, außer ich habe es aus zeitlichen Gründen nicht geschafft. Und wenn ich es aus zeitlichen Gründen nicht geschafft habe, habe ich aber auch nicht die Zeit gehabt, es in 100 Gruppen zu posten. Ich habe immer nur mit Beschreibungen in Gruppen gepostet, um niemanden auf die Füße zu treten, niemanden zu verärgern. Denn ich denke, die Leute sehen dann, um was es in meinem Video geht und können dann selbst direkt auf einen Blick entscheiden, ob sie es gucken wollen oder nicht. Ich selbst als Viewer muss natürlich auch sagen, jetzt gehen wir mal aus der Sicht von einem Viewer, nicht von einem Let's Player, sondern gehen wir aus der Sicht eines Viewers. Ich als Viewer sehe, jetzt kommt ein AAA-Titel, Resident Evil 7, 100.000 Let's Player machen Videos dazu. Ja, alle, die keine Beschreibung zu ihren Videos schreiben, fallen weg, sind uninteressant. Also warum sollte ich genau euer Video gucken? Das müsst ihr euch vor Augen führen. Ihr müsst die Leute heiß auf euer Video machen. Ihr könnt nicht erwarten, ihr macht jetzt ein Video zum AAA-Titel wie 100 Millionen andere Leute und jeder guckt bei euch, ohne dass er euch dafür Mühe gibt. Also hier macht es auch wieder Sinn in Beschreibung. Aber insgesamt ist es leider so traurig. Es ist immer mehr, es wird weniger investiert, es wird immer gesagt, warum soll ich das alles machen, guckt ja eh keiner. Naja, ihr macht es ja für euch im Großen und Ganzen. Also ich mache YouTube, weil es mir Spaß macht, weil ich Spaß an den Videos habe. Und wenn es nur 20 Aufrufe gibt, dann gibt es nur 20 Aufrufe. Aber ich mache das, wenn ich was mache, mache ich es ordentlich. Zumindest versuche ich es, ja, so gut ich es kann. Ja, und das sollte sich jeder auch irgendwo mal zu Herzen nehmen und durch den Kopf gehen lassen. Denn ja, ansonsten ist man eigentlich den Klick nicht wert, ne? Den View nicht wert. Also das Drumherum gehört eben auch irgendwo dazu. Es ist mittlerweile zu YouTube, man muss sich zeigen, man muss ein bisschen herausstechen, finde ich. Also ansonsten ist man eben, geht man in der Masse unter, ist ganz klar. Passiert so schon. Aber wenn, dann sollte man es doch ordentlich machen. Und wenn einem die Arbeit nicht wert ist, dann soll man es lassen. Dann braucht man auch keine Werbung in 80 Gruppen zu machen, wenn man eh keinen Bock drauf hat. So sehe ich das. Ihr dürft gerne eure Meinung dazu sagen. An dieser Stelle noch Entschuldigung, dass bei mir momentan nicht so regelmäßig weitergeht mit den Videos, weil momentan bin ich echt demotiviert. Und wie gesagt, wenn ich was mache, mache ich es ordentlich. Und wenn ich mich jetzt dazu zwinge, wird es eben einfach nicht ordentlich. Deswegen ist bei mir ein bisschen reduziert momentan mit den Videos. Wird, denke ich, bald wieder weitergehen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mal gucken, ob ich da noch irgendwie was hinten dran einblende. Gameplay oder so. Kann ich jetzt zu diesem Zeitpunkt gar nicht sagen, weil wie gesagt, eigentlich wollte ich schlafen gehen. Aber musste das jetzt einfach mal loswerden. Ich bedanke mich bei euch. Hoffe, wir hören uns in den Let's Plays. Euer Spooky4F. Haut da rein!